Ich habe zwei kurze Fragen und zwar, und sehr einfache Fragen. Können Sie verstehen, dass die Menschen draußen im Land wütend sind, dass private Unternehmen durch politische Entscheidungen Milliarden Gewinne machen und für die Folgen nicht haften? Können Sie das verstehen, dass die Menschen draußen das wütend macht? Und können Sie verstehen, dass die Menschen den Verdacht haben, dass wenn dort einzelne Personen an einzelnen Schaltstellen politische Entscheidungen treffen, die dann zu Milliarden Gewinnen führen, dass der Verdacht entsteht, dass die möglicherweise mitverdienen an diesen Entscheidungen? Können Sie das verstehen? Gegen diesen unterschwelligen Vorwurf Ihrer letzten Aussage. Die Kontakte, die ich zu den Menschen draußen habe, ist vor allem erstmal eine große Dankbarkeit, dass wir sehr früh, nach noch nicht einmal einem Jahr, wirklich sehr hochwirksame und sichere Wirkstoffe zur Verfügung haben stellen können, um entsprechend das Infektionsgeschehen eindämmen zu können und die Pandemie kontrollieren zu können. Frau Baum. Vielen Dank. Die Firma, Herstellerfirma Pfizer-BioNTech hatte veranlasst, dass ihre Zulassungsstudien 75 Jahre unter Verschluss bleiben. Jetzt ist es in den USA einer Gruppe gelungen, die über Gericht freizuklagen, die Unterlagen. Und es ist bekannt geworden, dass da vieles nicht gestimmt hat. Also die Welt schreibt dazu ja etwas verharmlosend von vielen Ungereimtheiten bei der Pfizer-Zulassungsstudie. Die Genehmigung des mRNA-Impfstoffes von BioNTech Pfizer erfolgte möglicherweise aufgrund von falschen Unterlagen. An den Daten der entscheidenden Phase-3-Studie gibt es immer mehr Zweifel. Das heißt also, diese Firma hat aufgrund von falschen Informationen oder unterlassenen Informationen wirklich dazu beigetragen, dass Millionen, Milliarden Menschen auf dieser Welt diesen Impfstoff genommen haben und ein Großteil oder ein bedeutender Teil immerhin, also mehrere Tausend, Hunderttausend weltweit, weiß ich es nicht, haben einen Schaden davon getragen. Aufgrund dessen, dass die nicht ordentlich gearbeitet haben, sondern betrogen haben. Wie geht man damit um? Wie gehen Sie als Bundesregierung mit dieser Information um? Wir können diese Information nicht bestätigen und das sollten Sie zwischenzeitlich auch wissen, weil wir eine kleine Anfrage Ihrer Fraktion dazu sehr ausführlich bearbeitet haben. Den europäischen Zulassungsbehörden liegen natürlich die Daten der Zulassungsstudien vor, sonst könnten sie ja nicht entsprechend agieren. Das Zulassungsverfahren in der Europäischen Union bei der EMA ist sehr stringent geregelt mit Rapporteur, Co-Rapporteur, Berichterstattern, jeweils aus unterschiedlichen nationalen Zulassungsbehörden, die dann ihre Erkenntnisse teilen. Für uns war damals war PAI Erstrapporteur und hat guten Gewissens die Zulassung empfehlen können, aber auch nach der Zulassung wird sehr breit kontrolliert, welche Auswirkungen, Nebenwirkungen die Impfung hat. Und die Daten werden auch wieder mit Berichterstattern aus zwei unterschiedlichen nationalen Zulassungsbehörden ausgewertet, sodass wir hier einen sehr guten Überblick über die Sicherheitslage haben und können nur bestätigen, was auch zu Beginn der Zulassung bekannt war, dass es eine hochwirksame Impfung ist mit einem hohen Sicherheitsstandard.